hat gesagt, dass du adoptiert bist. Ich will meinen Followern auch wirklich was vermitteln. Also, meine echten Eltern herausfinden über einen Computer? Wieso hast du nie was gesagt? Weil ich einfach nicht kann. Ja, warum denn nicht? Weil meine Familie nicht so einfach gestrickt ist. Das ist aber doch keine Familie. Aber ich meine, du hättest doch einfach irgendein Wort sagen können. Ja, aber für mich ist es nicht leicht. Ich komme aus einer konservativen Familie. Ist nicht so wie bei den anderen Familien. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Wir haben uns geküsst. Was soll ich denn machen? Du darfst es keinem erzählen. Wenn das rauskommt, dann ist die Beziehung zwischen mir und Drexler vorbei. Ich meine, ich liebe Pimli. Ich verstehe es. Ich liebe ihn. Ich verstehe es. Ich werde es keinem erzählen. Du darfst es aber auch keinem erzählen. Na, warum sollte ich? Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Okay. Du, ich gehe zurück, ja? Okay. Bis später. Wir sehen uns. Guten Morgen, aufstehen, ab in den Versammlungsraum. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Ich meine, der Kuss von Jürgen, das war so... Pimli darf davon einfach nichts erfahren. Sondern heute Morgen auch noch so früh aufgeweckt werden. Was soll das? Freunde, aufstehen, ab in den Versammlungsraum. Morgen. Morgen. Kannst du jetzt gerade mal nachgucken, wer meine Eltern sind? Vielleicht ist das Ergebnis schon da. Komm, Georg. Und? Nee, leider noch nicht. Ach, Mann. Leute, was ist denn hier los? Soll irgendwie aufstehen. Morgen. Morgen. Warum so früh? Keine Ahnung. Heute Morgen wurden wir geweckt. Und das ist gut, weil ich sonst immer verschlafe, weil wir nämlich in den Versammlungsraum sollen. Ich find's nur schade, dass man noch nicht weiß, wer meine Eltern sind. Einen wunderschönen guten Morgen, Jungs und Mädels. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Dieter Kegel. Ihr könnt mich gerne Didi nennen, ganz einfach Didi. Ich bin Talentcaster von der Show Das Supertalent. Sagt euch das was? Ja. Meine Produktionsfirma hat mich zu euch geschickt, zu eurer Klasse, um rauszufinden, ob es bei euch ein paar Talente gibt. Wenn es bei euch Talente gibt, habt ihr die Chance, in der Show dabei zu sein, ein Teil davon zu sein. Bin ich natürlich schon mega neugierig. Ich würde euch bitten, einfach zwei- oder Dreiergruppen zu machen. Und ich würde dann mal vorbeischauen und ihr könnt zeigen, was ihr drauf habt. Und im besten Fall seid ihr ein Teil der Show. Gut, dann macht euch fertig. Ich komme dann gleich einfach mal schauen. Und ich hoffe, dass wir da gut zusammenarbeiten und hoffentlich ein paar Talente sehen auch. Bis gleich. Also, ich möchte auf jeden Fall singen, weil ich da, glaube ich, richtig viel Talent drin habe. Und ich werde jetzt Cherry Lady von Capital Bra performen. Ist jetzt Playback. Cherry Lady, du bist was Besonderes.
Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Genau, nochmal vom Anfang. Oder? Ja, also ich find's nicht so gut, dass sie jetzt einfach eine Castingshow herbestellen. Ich meine, wenn's um richtige Kultur gehen würde, dann ja, das Theater oder die Oper. Aber so? Du, sag mal, Georg, ja. Hast du schon eine Idee, was du für einen Talentwettbewerb machen möchtest? Ich kann höchstens vielleicht ein paar Baumarten aufzählen. Da bin ich ja gut drin. Zum Beispiel den chinesischen Blauglockenbaum oder den Katsura-Baum aus Japan oder den Tulpenbaum ist Georg, auch... Ich glaube nicht, dass das als Talent zählt. Nein, stimmt. Also, weißt du denn schon, was du machen möchtest? Du könntest ja als Miss Germany antreten. Georg, das ist süß von dir. Also du bist echt das schönste Mädchen, was ich jemals gesehen habe. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Es gibt auch einen Baum, der heißt Taschentuchbaum, weil die Blätter sind, sehen so aus wie Taschentücher. Und es ist ganz spannend. Ist das nicht spannend mit diesem Talentscout? Ziemlich, ja. Weißt du, ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht was rappen könnte, so. Ich mache das manchmal ganz gerne, ich habe doch auch was vorbereitet, aber... Ja, probier es doch einfach. Ich habe das noch nie jemandem gezeigt, also... Moment, ich versuch's. Ey, yo! Es ist Drexler! Ich habe nicht nur Dreck am Stecken! Mein Name ist Pimli und du findest das scheiße? Doch mein Riesenpimmel ist der Grund, warum ich so heiße. Du denkst, von uns beiden bin ich die Lusche? Wer muss 100 Bitches bangen, um sein Ego hochzupushen, hä? Sag noch einmal, ich hätte eine Hemmschwelle und dann kriegst du eine Cockschelle in dein Gesicht. Ha, gay, Wahrheit oder Pflicht? Du nimmst nie die Wahrheit, denn du kannst sie nicht ertragen. Dabei kann ich dir doch helfen, also lass dir von mir sagen, deine Coolheit ist genauso vergänglich wie oberflächlich. Doch meine Coolheit, Alter, die ist fucking unendlich. Stanley, ich weiß, du bist ein Fuckboy. Doch zum ersten Mal wurdest du von mir gefuckboy. Echt? Ey, das war einfach... Mega. Ganz ehrlich, du hast da was in der Stimme, was berührt. Eine bestimmte Wärme. Also, ganz ehrlich, du bist ein Rohdiamant. Aus dir könnte man, glaube ich, wirklich was machen. Ich würde mich super freuen, wenn wir uns gleich nochmal sprechen. Echt, klingt mega, wirklich mega. Du hast eine bestimmte Wärme in der Stimme. Ich glaube, die berührt die Menschen. Ja, gerne. Wirklich. Wir sehen uns gleich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns gleich nochmal sprechen. Sehr gerne. Super, echt klasse. Ich komme gleich, ja. Die ganze Zeit da. Ich war voll unvorbereitet und ihm hat es trotzdem gefallen. Ist das nicht toll? Ja, ja, das ist es. Was hast du denn? Ich hab was getan. Was hast du getan? Ich hab Jürgen geküsst. Also immer wenn ich denke, dass es gerade viel besser läuft, dann kommt es doch noch viel schlimmer. Ich ertrage das bald nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich einmal, dass Fernando anders ist und dass er mich wirklich liebt. Aber irgendwie, vielleicht habe ich einfach so eine Ausstrahlung, dass andere mich automatisch wie Scheiße behandeln. Ich mache keine Ahnung. Was machst du da zum Teufel? Naja, der Talentcast ist doch heute da und die anderen haben gesagt, dass meine Cherry Lady Performance nicht so gut sei. Okay, und was hast du für ein Talent? Naja, ich könnte zum Beispiel einen richtig guten Handstand machen. Na gut, dann zeig mal. Pass auf. Oh, das war Käse. Das war Käse. Okay, ich könnte meinen Namen rülpsen. Jungs. Na? Gibt's hier schon was zu sehen? Ja, ich habe richtig viele Talente. Zeig doch mal. Zum Beispiel könnte ich meine Handy einen Kilometer in die Luft werfen und es dann wieder auffangen. Nee, lass das mal, dann geht's kaputt. Genau, oder das war keine so gute Idee. Hast du nichts von? Nee, ich fang's ja wieder auf. Okay.
Okay. Bereit? Na gut. Okay. Ja, jetzt ist es kaputt. Jetzt mal besser lassen. So. Ist er noch komplett ganz? Ja, ja, das ist doch mit einer Handyhülle von Rhino Shield. Da können Handys doch gar nicht kaputt gehen. Die cool. Hülle ist ja ein richtiges Supertalent. Ja. Krass. Naja, cool. Ich könnte jedenfalls auch noch tanzen. Zeig mal. Na gut. Also da muss man sich dann auch Musik drunter vorstellen. Ja. Okay. Mir fällt nichts ein, was wir bei der Talentshow machen könnten. Mir auch nicht. Ich hab da auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich meine, wenn, dann würde ich eh viel lieber bei German Sex Topmodel mitmachen. Was soll ich beim Supertalent? Ja. Ja, da hättest du auch Chancen, glaube ich. Ich kann Sport machen. Ich kann Liegestützen. Ich kann Liegestützen und dann hochschnell und dann klatschen. Das geht. Versuch's mal. Ja, das ist easy. Das ist gar kein Problem. Das kann ich machen eigentlich. So. Und wenn ich dann unten schnell hochgehe, dann klatschen einfach. Okay, das ist cool. Ja, ja, das kann ich machen. Vielleicht findet er das cool. Vielleicht komme ich in die Show rein. Jetzt hast du schon mal zwei Leute, die das nicht kennen. Du kannst, du hast mir das mal erzählt. Was denn? Dass du so singen kannst ein bisschen. Ich möchte das eh unbedingt mal sehen. Oh, bitte, nein. Zeig mal was. Boah, das wäre voll toll, bitte. Nein, ich singe nicht vor Leuten. Och komm, schon. Ich sitze nur wie bei einer. Wir haben eine Gitarre hier in der Wohnung. Ich hol die. Und dann kannst du mal probieren. Schon. Ich singe nicht wirklich. Ich mache das nur für mich zu Hause, alleine und nicht vor Leuten. Also, ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Doch. Oh, jetzt bin ich mega gespannt. Ich auch mega. Aber erwartet nicht zu viel, okay? All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves on my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity senders touch my neck and I touch yours. Even though his little high-waisted shorts, oh, she knows what I think about it. What I think about one love, two months, one love. Sorry, dass ich reinplatze. Das war richtig schön. Also es hat richtig was in mir ausgelöst. Das war. Du hast echt eine tolle Stimme, muss ich dir wirklich mal sagen. Ganz, ganz toll. Ich hab's dir gesagt. Wirklich, super. Cheyenne ist einfach so talentiert. Ich meine wirklich, das war einfach mega schön. Ich bin ziemlich so traurig. Ich kann gerade nicht anders. Du kennst doch den Jürgen, oder? Fernando hat ihn geküsst. Ja, aber ich meine, jeder hat Probleme in der Beziehung und. Nein, egal, weißt du. Sorry, es fühlt sich einfach so an, als würde alles schlimmer werden. Ich glaube wirklich, egal was passiert. Am Ende des Tunnels wartet immer ein Licht. Ich meine, das habe ich auch selber, dass ich Probleme habe und dann habe ich so ein richtiges Tief und dann am nächsten Tag passiert wieder was Tolles und dann habe ich wieder ein Hoch und dann wird alles wieder gut. Dann kommt wieder eine gute Nachricht und... Sorry. Ich höre dir sofort wieder zu. Meine Mom. Okay. Hi, Mami. Was hat Papa? Was? Meint ihr das ernst? Ja. Ja, gut. Dann mache ich das jetzt. Ja. Ciao. Ja, was ist los? Mein Vater hat einen neuen Job. Ich zieh morgen nach New York. Was? Ah. Oh.
Wir haben ein Ergebnis.